Hallo und willkommen zu einer neuen Folge 4x4 Passion. Ich bin die Caro und ich begrüße euch hier in meinem Garagenstudio, denn es ist draußen immer noch total kalt, es ist ekelhaftes Wetter und deswegen bleiben wir mal hier drin. Es gab ja in letzter Zeit schon zwei Videos zu Campingleuchten, denn ich suche immer noch für die V-Klasse eine schöne Beleuchtung, schöne Ambient-Beleuchtung, Campingsachen und da bin ich bei Nightcore über zwei Lampen gestolpert, die ich unbedingt mal angucken musste. Und zwar hier einmal, ich nenne sie Eis am Stiel und Nordhelmchen. Außerdem bin ich bei meiner Recherche auch noch über dieses kleine Gerät gestolpert. Das ist für den Carsten, wenn er jetzt nach Skandinavien fährt mit seinem Defender. Und zwar ist es gegen Mücken. Das schauen wir uns auch mal kurz an. Ausführlichen Test wird es dann nach der Reise geben. Los geht's mit Nordhelmchen, Campinglaterne, auch bekannt unter dem Namen LR40. Natürlich gibt es eine Bedienungsanleitung, auch auf Deutsch, aber ich würde jetzt mal behaupten, die Funktionen sind nicht so kompliziert. Es gibt oben einen Knopf, wenn man den gedrückt hält, geht die Lampe an oder aus. Es gibt mehrere verschiedene Modi, zum einen einen warm-weißen, diese LED-Streben. Dann gibt es oben die Fläche, die leuchten kann. Es ist eher kaltweiß. Dann kann man beide zusammen kombinieren. Und dann gibt es noch eine Rotlicht-SOS-Funktion. Es gibt vier LEDs, die die Akkukapazität der Lampe anzeigen. Und oben der Knopf, mit dem man die Lampe ein- und ausschaltet, kann auch dazu verwendet werden, das Licht stufenlos zu dimmen. Wir haben einen kleinen süßen Haltebügel. Und als besonderes Highlight kann man die Lampe auch noch als Powerbank verwenden. Die Kapazität beträgt 4000 mAh, also es reicht auf jeden Fall, um das Handy zu laden. Die maximale Helligkeit beträgt 100 Lumen und je nach Helligkeit kann sie 65 Stunden leuchten. Abgesehen von der Bedienungsanleitung und der Lampe ist natürlich auch ein USB-C-Ladekabel mit dabei. Kommen wir zu LR60. Diese Lampe fällt besonders auf durch ihre eisförmige Form. Sie hat auf beiden Seiten einen Knopf, die zusammengedrückt werden müssen, um die Lampe anzumachen. Dann gibt es generell drei verschiedene Helligkeitsmodi und die Lampe kann zu drei verschiedenen Seiten leuchten und natürlich auch in Kombination der jeweiligen Seiten. Außerdem hat sie eine Funktion, die sich Beacon nennt, also so eine Art Blitzlichtfunktion. Und es gibt außerdem auch noch einen SOS-Modus. Die maximale Helligkeit beträgt 280 Lumen. Und wenn man die Plastikhülle, also den Diffusor, abnimmt, dann wird es richtig spannend. Da sieht man nämlich die LEDs auf den drei Seiten. Und die beiden Akkus, hier in dem Fall mit 2x5000 mAh. Es werden auch zwei Adapter mitgeliefert, um zum Beispiel kleinere Akkus zu verwenden, die man vielleicht schon zu Hause hat. Und da die Lampe die Schutzklasse IP66 hat, das heißt, man sollte sie nicht ins Wasser werfen, aber Spritzwasser, Staub und so kann sie ohne Probleme abhaben. Abgesehen vom zweiten Dichtungsring wird natürlich auch ein Ladekabel mitgeliefert, eine Bedienungsanleitung auf Deutsch. Und natürlich kann man die LR60 auch als Powerbank benutzen. Sie hat einen Bügel, um sie irgendwo aufzuhängen. Und die Bodenfläche ist magnetisch, aber dadurch, dass die Lampe doch relativ schwer ist, muss man je nach Untergrund ein bisschen gucken, dass sie auch wirklich hält. Und last but not least schauen wir uns nochmal den Mückenrepeller an, den ich für den Carsten besorgt habe. Also als erstes fällt mir auf, dass er wirklich sehr hübsch ist. Vielleicht sollte ich ihn doch besser selber behalten. Er hat einen integrierten Akku. Dann gibt es das Fach, in das die Anti-Mückenplättchen reinkommen, natürlich ohne Verpackung. Ich will sie nur jetzt nicht auspacken, denn es ist Winter und es gibt noch gar keine Mücken. Dann haben wir das obligatorische Ladekabel, noch mehr Mückenplättchen und eine Bedienungsanleitung. Auf der Oberseite sind die Knöpfe einmal links für den Ultrasonic Mode und rechts für den Modus mit dem Plättchen, einmal Indoor und einmal für Outdoor. Im Outdoor-Modus soll die mückenfreie Zone 20 Feet, also ungefähr 6 Meter, betragen. Und im Indoor-Modus 11 Feet, also ungefähr 3,3 Meter. Beides ist für die Plättchen.
Zusätzlich gibt es noch einen 40 Kilohertz Ultrasonic-Modus, der durch den linken Knopf aktiviert wird. Ob bzw. wie das alles genau funktioniert, das wird euch der Carsten in einem anderen Video nochmal zeigen. Von mir hier nur noch so viel. Der Boden ist magnetisch und man kann die EMR30 genauso wie die Lampen auch als Powerbank benutzen, um Handy oder sonst was zu laden. Weiterführende Informationen wie immer in der Videobeschreibung. Tschüss!